Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin euch noch was schuldig. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wir machen nicht alles anders, aber vieles besser. Dieses Versprechen ist mir so ernst wie dir deine Herpesblasen oder deine Bewährungsauflagen, je nachdem. Deshalb möchte ich Wort halten und einige der älteren, vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßen Regeln nachbessern. Auf geht's, rubbel die Katz. Erstes Gebot, du sollst keinen anderen Kanzler neben mir haben. Erst recht keinen Altkanzler, sonst Beule. Zweites Gebot, liebe deinen Nächsten, so oft du kannst. Drittes Gebot, Synchronschwimmen ist keine Sportart. Viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, insbesondere ihre Waschmaschine, ihren Herd und ihre Lohntüte. Fünftes Gebot, du sollst nicht töten, jedenfalls nicht gleich alle, denn ein geiler Ballerschinken muss 90 Minuten lang spannend bleiben. Sechstes Gebot, die Frau vom Kumpel ist tabu. Kleine Einschränkung vielleicht, es sei denn, du heißt Gerd. Siebtes Gebot, Zigaretten, Feuerzeuge und Kugelschreiber sind immer allgemeingut, sonst aber nichts mitgehen lassen. Bei Zuwiderhandlungen, insbesondere was meine Zigarren angeht, tritt sofort das fünfte Gebot außer Kraft. Achtes Gebot, du sollst nicht immer lügen, wenn möglich. Neuntes Gebot, keine kurzen vor 11:30. Zehntes Gebot, bau keinen Scheiß, Alter. Wenn sich im neuen Jahrtausend alle streng an diese Gebote halten, bin ich der festen Überzeugung, dass sich in diesem Land und auf der ganzen Welt einiges ändern wird. Hoffentlich zum Besseren. Heidi Witzka, ihr Schweinepriester.